Wolfgang will immer ein Fernsehen. Ja. Thank you.
seine Geschichte erzählen und grundsätzlich mal was dazu sagen, so Sand machen. Und ich bitte darum, ein bisschen die Lautstärke zu reduzieren, damit wir auch alle mal genau das verstehen und hören. Liebe Kinder, liebe Kinder, heute möchte ich euch eine Geschichte erzählen, die von einem ganz besonderen Mann handelt, St. Martin. Vor vielen, vielen Jahren lebte in einer Stadt und war ein Soldat. Doch St. Martin war nicht wie die anderen Soldaten, er war freundlich und hilfsbereit. Eines kalten Abends, als er auf seinem Pferd durch die Stadt ritt, begegnete ihm ein Bettler. Der Bettler war schwer, in Lumpen gehüllt und fror erbärmlich. St. Martin hatte Mitleid mit dem armen Mann und wusste, dass er ihm helfen wollte. Also nahm er sein Schwert, schnitt seinen wärmenden Soldatenmantel in zwei Hälften und gab dem Bettler die eine Hälfte. So konnte der Bettler sich vor der Kälte schützen. In der folgenden Nacht hatte St. Martin einen Traum. Er sah Jesus in den Lumpen des Bettlers und erkannte, dass seine Tat etwas Besonderes war. Die Geschichte von St. Martin lehrt uns wichtige Lektionen über Freundlichkeit, Großzügigkeit und Nächstenliebe. Sie zeigt uns, dass es immer wichtig ist, anderen zu helfen. Besonders denen, die weniger haben als wir. Wir können mit kleinen Taten große Unterschiede machen. Genau wie St. Martin. Er hat uns gezeigt, dass es nicht auf unseren Reichtum oder unser Ansehen ankommt, sondern auf unser gutes Herz. Deswegen feiern wir jedes Jahr am 11. November den Martinstag. Wir ziehen mit Laternen durch die Straßen und denken an St. Martin und seine Tat. Die Laternen leuchten dabei nicht nur unseren Weg, sondern auch unser Herz. Wir teilen unsere Freude und das, was wir haben, mit anderen, genau wie St. Martin es getan hat. Es ist ein Tag der Freude, der Gemeinschaft und der Solidarität. Und wisst ihr was? Auch ihr könnt wie St. Martin sein. Seid freundlich zu euren Freunden, teilt mit anderen und seid immer für jemanden da, wenn er eure Hilfe braucht. Indem ihr Gutes tut, könnt ihr die Welt zu einem besseren Ort machen. Lasst uns heute gemeinsam daran denken, dass wir alle kleine wie große St. Martins sein können. Zieht mit euren Laternen und lasst euer Licht strahlen, um die Freude und Liebe zu verbreiten. In diesem Sinne wünsche ich euch allen einen wunderschönen Martinstag. Aber bevor ihr kommt, ich weiß ja auch, worauf ihr wartet natürlich auf die Wegmänner. Ich möchte an der Stelle sagen, die Stadt Gerolstein hat natürlich auch keine Kosten und Mühen gescheut, die Wegmänner euch heute zu schenken. Und außerdem gibt es heute auch noch Kakao für die Kinder umsonst. Und ich möchte aber, bevor ich das jetzt schließe und das Tor aufgeht und die Wegemänner verteilt werden, noch ein paar Worte des Dankes ausrichten. Mein erster Dank geht vor allem an die musikalische Begleitung des Martinsumzugs, an unsere Aushängeschild der Stadt Gerolstein, die Gerolsteiner Stadtsoldaten. Vielen Dank dafür und hat man super gemacht. Danke. Aber wie das immer so ist, es geht auch manchmal, ist das die eine Seite ist die Freude, die andere Seite ist auch die Sicherheit. Und da möchte ich ganz herzlich dem Jugendrotekreuz danken, die den Martinszug mit einem Fackelmarsch mitbegleitet hat und auch dafür gesorgt hat, dass alles in Ordnung ist. Und also geht der grundsätzlich der Dank auch an den Ortsverband des DRK hier in Gerolstein. Also mein Dank geht aber auch der Freiwilligen Feuerwehr, der Jugendfeuerwehr und vor allem auch dem Förderverein, der jetzt auch noch den Kaffee und andere heiß- und Kaltgetränke für die Erwachsenen austeilt. Ja. Und damit möchte ich meine kleine Ansprache schließen und jetzt werden die Tore geöffnet und ich wünsche euch noch einen schönen St. Martinsabend. Tschüss. Bitte schön. Bitte schön. Bitte schön.
Ja, das ist ein Monat, das ist ein Monat. Das ist ein Monat. Ja. 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 Ja.